So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ja, der nächste Teil der Mission in der letzten Folge, beziehungsweise wir stehen immer noch am Punkt. Haben wir uns so ein bisschen mit den Triaden angelegt. Jetzt müssen wir hier gucken, was wir als nächstes machen. Unser Kollege ist da festgenommen worden. Mal gucken, was so noch als nächstes passiert. Warum kommst du wieder zurück und versteckst dich? Haben wir da unten sind wir gegen? It's like being made captain of a sinking ship. What am I gonna do? You're gonna stick by your brothers. We gotta vor allem muss ich jetzt gucken, dass ich, vor allem muss ich jetzt gucken, dass ich rauskomme. Let's see what Brian's got to say for himself. Ich glaube hier. Suspect William Gray arrested in Chinatown incident. Unit back down. Vor allem müssen wir gucken. Da. Ja, weit. Dann gehen wir mal da lang. War das tatsächlich ein Hinterhalt gerade? Beziehungsweise nicht gerade, sondern vor euch gestern für mich jetzt gerade. Ich habe ja schon ein bisschen was geplant heute. Ich bin jetzt in der fünften Folge der Aufnahmen. Wir gucken jetzt gerade mal, dass wir noch ein Bike um zu organisieren. Man, what the fuck? What happened back there? Und jetzt bin ich der Präsident. Ich bin der Präsident. So heißt es eigentlich doch die erste Folge. Und ich habe einen neuen Trophäe bekommen, der verlorene Sohn. Okay. Jetzt dürfen wir der neue. Unser Ex-Präsident ist jetzt leider verhaftet worden. Jetzt holen wir uns aber die nächste Mission. Mal gucken, was das nächste ist uns dabei. So, wir sind ja. Letzte Folge haben wir uns mit Triaden angelegt, haben die gute Idee an, ein bisschen eingedämmt. Und. Nein, das war kein Problem. Ein bisschen reduzieren. Alright, Brian. I'd like to know what the fuck went down as well. Ja, unsere Crew, also unsere Gang, die wächst. Funktioniert sich auch so langsam selbst. Wenn das jetzt die letzte Rennen ist, dann ist es gut gemacht. Brian, man, der Tunnel kennen wir doch noch aus der Folge. Oder aus der Folge davor. Der Quatsch aus der letzten Folge. So. Ja, am Anfang der letzten Folge haben wir uns ja den Gefängnis ist ja noch gefangen da noch bleibt. Fine. Okay. I'm just hoping my brothers didn't send me into an ambush. Frage ist, was passiert? Ah, oh, jetzt bin ich wieder bei der nächsten Geschichte. Und da bin ich echt gerettet. Und dann macht das halt auch richtig Spaß, wenn man in dieser Story drin ist. Und dann einfach nur noch Bock, immer weiter Bock hat aufzunehmen. Das ist ja. Ah, da kriegt man echt mega Bock weiter. Genau, das ist ja, weil man mal eine Fahrtest regelt. Das habe ich ja auch in der Woche, wo ich keinen Schritt war, das quasi ja richtig durchgesucht. Bis ich mache. Ich war schon vor 12 Stunden. Ich habe ein Stück aber zusammen aufgenommen. Für den Tag. Und weil ich einfach nur wissen wollte, ey, das jetzt weiter. Die Story weiter, wie geht die Story vor allen Dingen zu Ende und alles drum und dran. Genau dieses Gefühl habe ich gerade in diesem Gespräch. Jetzt macht es gerade so richtig, richtig Bock. Und das merkt ihr dann auch an und dann macht es auch Spaß aufzunehmen und weiterzumachen oder zu rudern. Ist besser als die ganze Zeit sich zu quälen. Was war Billys fucking Problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, John. You're gimping a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Brian, Johnny's not like that, Jim, you're wrong, man.
I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? Set Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! Stay away from us, you hear? Okay, Jim. I guess I gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Gender role doll teach you today? I'm gonna be a CEO, inspire everybody, and give myself a fake bonus. I'm gonna have a fancy sports car and a trophy wife. That's a good boy. Gender role doll is available in toy stores or online at genderroledoll.com. Okay, so the only surviving members are the ones who weren't cool enough to kill themselves with alcohol. Just an American. I like an American bike. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride. Some older, mature shit. Give me that. I give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. All right. Hey. What's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, yeah? You sure now? No, no. Some serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With
this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun. But remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man. But one thing's for sure. We will have fun. All right, play nice. Peace, son. Later, Malk. Peace. Later. Shift your ass! International Airport. Head down to the Dominican Republic. Chill on the beach with this music and the
Here's one thing Middle America can't ever steal from us, a sense of rhythm. Please make a U-turn where safe. We'll be right back.
Come on, you fucking deadbeats! Too. After all, when the Russians invaded, who saved us, huh? Resourceful and good-looking school kids, that's who. Yeah, life is like a movie. Don't be an extra. That's a great message. Let's go to the phones now. Chester and Albany, you're on. I will pay the AOK with your blood! I took her hope you're a screamer! Course, so I can know how to get out of a hostage situation. I paid $600 too. Kiss my ass, deadbeats! I have traveled the world, except for Australia. That place is fucked. There are a lot of people that hate Americans for no reason. What all we try to do is help them and bring them democracy and bean machine coffee shops for their main streets. Yeah, it is a very scary world we live in, and I want to make sure the kids understand the essentials of survival. Pick locks, how to hack into a classmate's email account and look for blackmail material, how to control these urges you have in your body, suppress them. You know, the book, it has songs that kids can sing, like, it's easy to make a mercury switch, gonna blow up that stupid bitch, and then some other great
true. Lisa got it in the details. In the details. Uh-huh. So appears to be in your breasts. Your breasts. Lisa, today they seem kind of perky, fresh. Someone have some work done, Lisa? Huh? A little bit of uplift. Feel free to browse, buddy, but don't try anything funny. See you again, shooter! The Martin Sirius Show. Just like we have every day. Well, that's terrible and exploitive! But it's also groundbreaking entertainment for which we'll probably win an award. Set of
Tot.
Da müssen wir das in der nächsten Folge machen. Dann sehen wir uns bald dann wieder bei Let's Play GTA The Lost and Damned. Bis dahin. Und ciao. Auf ein neues in der nächsten Folge, wie gesagt.